Zwei, drei Decken vor Icon Steel. Incredible Dream an der Innenseite. Dann Wine Gordon mit Fairview und außen Moorhaus Hasela. Icon Steel kommt noch einmal etwas näher, aber der Vorteil immer noch bei Toscanini Diamant. Icon Steel versucht es, aber Toscanini Diamant hat die Antwort. Und die ist gut genug, um dieses Rennen zu gewinnen hier. Erster Start, erster Sieg. Toscanini Diamant gewinnt vor Icon Steel. Fairview auf dem dritten Platz. Michael Nimczyk, der ja heute schon einmal im Winner Circle vorstellig wurde und das jetzt auch tut. Mit dem vierjährigen Baller, der hier zeitlich in Form kam und dann keinen mehr zu nah an sich heran links. Erster und mit der letzten Wahrscheinlichkeit nicht der letzte Sieg, weil das Toscanini Diamant für Michael Nimczyk war sowieso.